Karl-Heinz Töchterle von der ÖVP ist der nächste Redner. Ich bin der Meinung der Vorredner, dass der Kunst- und Kulturbericht zu loben ist. In ihm hat mich besonders die Entwicklung der Museen interessiert und auch gefreut. Die Museen, die ja immer auch Stätten der Wissenschaft und der Forschung sind. Zum Beispiel ist in der Nationalbibliothek letztes Jahr das Literaturmuseum eröffnet worden. Nächstes Jahr soll dort das Weltmuseum wieder eröffnet werden. So wird also die Hofburg und ihre Nationalbibliothek immer mehr zu auch einem bedeutenden musealen Ort. Ein kleiner Schatten fällt auf das Ephesus-Museum, das glanzvoll ist und extrem besuchenswert, das aber natürlich derzeit auch darunter leidet, dass wir in Ephesus aufgrund der politischen Spannungen mit der Türkei nicht graben dürfen. Und in der Hofburg wird ja bekanntlich auch das Haus der Geschichte untergebracht werden, das Herr Dr. Rosenkranz schon erwähnt hat. Jetzt offenbar in einer etwas reduzierten Größe von einem Zimmer möchte ich bei fast 2000 Quadratmetern nicht sprechen. Aber es ist das ein ganz wichtiges Projekt, zu dem wir, mit mir meine ich jetzt die Österreichische Forschungsgemeinschaft, deren Präsident ich bin, im Juni eine Tagung in der Hofburg veranstaltet haben in der Nationalbibliothek, wo große Einhelligkeit darüber geherrscht hat, dass das ein sinnvolles Projekt ist und auch viele Vorschläge gemacht wurden, wie es denn auszugestalten wäre. Ich persönlich habe zwei konkrete Wünsche, die ich hier äußern möchte. Der eine, es möge ein Museum sein, das die Geschichte österreichweit gleichwertig betrachtet und nicht allzu Wien-zentriert ist. Gerade in dem Zeitraum, der betrachtet werden soll, haben viele Länder unserer Republik bedeutende und wichtige und teilweise schmerzhafte Geschehnisse über sich ergehen lassen müssen. Tirol als Beispiel möge mir erlaubt sein als Tiroler, aber man könnte auch Kärnten, das Burgenland und viele andere Regionen erwähnen. Der erste Wunsch ist also nicht zu zentralistisch zu sein und der zweite ist auch nicht zu negativ zu sein. Gestern hat Herr Dr. Strolz polemisch gemeint, die Gewerbeordnung gehört ins Museum. Das greife ich auf und sage, ja, sie gehört auch ins Museum, denn dieses Museum möge nicht nur, so wichtig das ist und so berechtigt es ist, in den alten Wunden wühlen, die wir uns selber und die uns andere zugefügt haben, sondern es möge auch die Erfolgsgeschichte darstellen, die Österreich zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und zu dieser Erfolgsgeschichte gehört natürlich auch und insbesondere die Aufbauarbeit in der Zweiten Republik. Und diese Aufbauarbeit war eben geprägt von der Zusammenarbeit vieler Kräfte, vom Konsens vieler Kräfte, der natürlich immer auch in Kompromissen endet, über die man dann schimpft, der bisweilen auch im Stillstand mündet, weil man eben nicht weiterkommt. Aber all das gehört natürlich zur Abstimmung und zum Ausgleich der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die ein Land bestimmen, auch dazu. Das möge man auch heute bedenken, wenn immer wieder nach Entscheidungen und nach Schnelligkeit in der Entscheidung gerufen wird. Also so kann dieses Museum auch ein Museum sein, das uns mit einem Blick auf die Vergangenheit eine gewisse eine Verständigung und ein Verständnis der Gegenwart und eine Gelassenheit für die Zukunft liefert. Das wäre mein Wunsch und ich freue mich schon auf die ersten Schritte, die ja nächstes Jahr hier gesetzt werden sollen. So Karl-Heinz Töchterle von der ÖVP.